Hey Leute, willkommen zu Tag 1. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Q&A mit Lena. Hi. Na? Ich hatte ja schon in einem Vlog erwähnt, dass wir ein Q&A zusammen machen. Was kommt jetzt? Ich habe euch auf Instagram noch ein paar Fragen gefragt. Also, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das jetzt. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit einen guten Spot suchen. Jetzt sitzen wir bei mir im Auto, weil irgendwie haben wir keinen so guten Spot gefunden. Und es regnet und donnert und blitzt. Ja, deswegen sind wir jetzt hier. Okay, fangen wir mit der ersten Frage von Lea an. Wo habt ihr euch das erste Mal getroffen? Am 2.2. in Oldenburg. Boah, als ob du sogar das Datum weißt. Ja. Ich habe mich ja mit Rob und denen in Oldenburg getroffen. Dann ist Lena spontan dazugekommen mit ihrem Vater. Und dann haben wir uns das erste Mal gesehen. Und ja, das war eigentlich echt relativ spontan so alles. Da habe ich ja sogar spontan noch Astia und so gesehen. Also das war echt ein komischer Tag. Ah, Tamu, den kenne ich sogar. Das ist bei mir aus dem Real Life. Grüße gehen raus. Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, seit... Also, ich weiß gar nicht. Du hast ja... Der ja immer so eine Fanpage erstellt. An Weihnachten, genau. Echt? Ja. Oh. Ja, also okay, keine Ahnung. Weihnachten. Ja, eigentlich seit Weihnachten. Ja, ich habe irgendwo ein... Ach stimmt, von Marco. Von Marco eine passende Frage. Ich glaube, das kann man besser dann so als Übergang nehmen. An Lena, wie bist du auf Sarahs Kanal gestoßen? Ja, und was magst du an ihr am liebsten? Brauchst du nur das mit dem Kanal? Also, so, keine Ahnung, auf YouTube ist mir auch vorgeschlagen. Wie habe ich da drauf gegangen und dann... Habe ich es abonniert und dann ja, ging es halt weiter. Ja, wann war das ungefähr? Weißt du das noch? Anfang letzten Jahres, glaube ich. Ja, auch schon vor lange. Ja. Und dann, ja, wie lange kennt ihr euch schon? Ja, daraufhin hast du ja irgendwann eine Fanpage erstellt. Da war es ja noch eine Fanpage. Jetzt heutzutage will ich das nicht mehr unbedingt als Fanpage bezeichnen. Als Unterstützungspage. Ja, weil, keine Ahnung, jetzt sind wir so miteinander befreundet. Man kennt sich halt besser und so. Und das wäre irgendwie komisch, würde man dann so sagen, ja, Fanpage. Ja, das ist eher so eine Page zum Unterstützen und von mir das Spaß machen. Vor allem von mir gibt es so viele Fanpages. Eigentlich meistens sind einfach alle inaktiv. Ja, das ist so traurig. Ich guck so. Diese eine, ich weiß noch, die hat mir immer irgendwie geschrieben und so. Und jetzt ist die irgendwie so eine komische Flecki-Multi oder so. Alter, das ist richtig cringe. Ich hatte das mal einmal, da hat auch eine Fanpage für mich. Und dann hat sie ihre Fanpage immer so jede Woche geändert für irgendwie ein anders. Und so ist es halt irgendwie leicht getriggert. Ich weiß gar nicht mehr, was das noch genau war. Auf jeden Fall war es irgendwas, das hat mich getriggert, weil sie dann dauernd so... Ach stimmt! Also ich finde es nicht schlimm, wenn man eine Fanpage hat und die dann ändert. Mhm. Was ich irgendwie komisch finde, ist, wenn man eine Fanpage hat, aber die dann jede Woche für eine andere Person macht. Ja, das und die ist Sachen unnötig. Und dann... Man kann auch einfach direkt so eine Multi-Fanpage machen. Ja, und dann war ich so verwirrt. Da habe ich sie so angeschrieben, so ob sie das überhaupt ist, weil ich verwirrt war. Dann meinte sie so, nee, ich bin jemand anders. Sie hat mir die Fanpage geschenkt. Und ich dachte so, Alter, weil im letzten, also sie hat dann so einen neuen Beitrag hochgeladen. Dann hat sie sogar... Der hat einen Hund. Jedenfalls hat sie dann so einen Beitrag hochgeladen und so, ja, ich bin eine Fanpage für so und so, mein Name ist so und so. Und das war halt genau der gleiche Name wie die Person, die für mich eine Fanpage hatte. Aber sie hat die ja anscheinend weitergegeben. Das ist traurig. Ja, und mich juckt das ja nicht, wenn sie für jemand anderes eine Fanpage macht, das kann sie ja ruhig sagen. Aber dann so anzulügen, weil ich habe die geschenkt bekommen, ich bin das gar nicht mehr. Das ist traurig irgendwie. Ja. Wird heute noch Capri-Sonne gegönnt? Weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. Ja. Wisst ihr jetzt nicht. Woher wir die bekommen sollten. Ja. Und irgendwie finde ich kühle Capri-Sonne tausendmal geiler. Ja, ist echt so. Leute, wenn ihr Capri-Sonne habt, stellt ihr unbedingt einen Kühlschrank tausendmal geiler. Lifehack. Die Getränke im Kühlschrank stellen. Lifehack von Sarah. Das ist bestimmt noch niemand drauf gekommen. Nee. Lieblingsstadt in Deutschland mit Begründung. Was ist deine? Problem. Echt? Ja, keine Ahnung. Okay, das ist auch relativ nah an dir, wenn du in einer Großstadt drin in der Nähe ist, glaube ich schon. Ja. Ich finde Köln, das liegt da, glaube ich, auch an den Erinnerungen so, weil Gamescom. Ich war halt auch nicht so oft in Deutschland in Städten, ich war nur so in Frankreich und das so. Ja, und Hamburg finde ich ganz schön. Aber ich finde Bremen als Stadt hässlich. Ja, ist echt so. Was war das Schönste, was ihr zusammen unternommen habt? Ja, wir haben ja eigentlich noch gar nicht so viel gemacht. Wir sehen uns jetzt zum zweiten Mal. Und wenn man sich in der Stadt trifft, finde ich, dann machen wir auch nicht wirklich was Besonderes. Nee, man geht auch nur rumlaufen. Ja, und labert und isst. Ja. Deine stinken eure Socken. Ich hab nicht mal Socken gehabt. Schon. Ich hab Sandalen an. Ja, der Typ schreibt, der hat safe einen Socken, Fußfetisch, wie auch immer. Der schreibt mir immer richtig eklige Sachen.
kann ich dir mal nach der Aufnahme. Lieblingsblock in Minecraft. Was ist denn dein Lieblingsblock in Minecraft? Mach mir mal so ein cringe Q&A. Ich finde den Erdblock ganz attraktiv. Ja, Mann. Hier sind nur so Dulli-Fragen, Alter. Leute, ihr enttäuscht mich. Ihr müsst mal kreativere Fragen stellen. Ich bin zwar auch unkreativ, aber ich habe gehofft, dass ihr kreativer seid. Okay, letzte Frage. Was wäre später dein Traumberuf und wärst du dafür bereit, durch Deutschland oder die Welt zu reisen? Ich habe mir jetzt persönlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe da noch Zeit, aber keine Ahnung, ich hätte voll Bock auf Anwalt. Ja, ich habe keinen Bock auf Studium, aber ich hätte voll Bock auf Anwalt. Würdest du dafür ins Ausland ziehen wollen? Oder? Ja. Echt? Ja. Also, ich weiß nicht. Oder Lehrerin oder so. Also, entweder Lehrerin oder Anwältin. Ich weiß auch, also, ich muss mich ja eigentlich auch schon bewerben. Aber ich weiß nicht, was ich genau machen möchte. Ja, das Ding ist, ich will eigentlich was Bürotechnisches, aber was auch nicht so viel Abwechslung hat und nicht immer so dasselbe ist. Ja, irgendwie das meiste läuft halt darauf hinaus, dass es immer so die Routine ist und da weiß nicht, ob das jetzt unbedingt was für mich wäre. Ja, keine Ahnung, wenn, dann will ich höchstens noch in Deutschland irgendwie nach Köln oder so. Aber nicht ins Ausland, das wäre nichts für mich. Ich weiß auch nicht mal, ob Köln irgendwie was für mich wäre, weil irgendwie so die Familie und so nach Friesland, man selbst in Köln. Ja, so Ausland, es kommt drauf an. So Frankreich, das wäre halt für mich persönlich kein Problem, aber so. So Polen oder sowas. Da kommt nur dein Vater aus Frankreich. Ja, aber da ist ja auch Familie und so. Meine Mutter kann ja Französisch. Mhm. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ob deine Mutter auch Französisch spricht. Sprichst du auch viel Französisch? Nein. Ich bin die Einzige, die es nicht kann. Meine Mutter kommt ja auch von hier. Ach so. Und sie kann es. Sie ist Französischlehrerin gewesen. Wow. Also Nachhilfelehrerin. Alles klar. Ja, Leute, das war auf jeden Fall die letzte Frage. Ja. Nächstes Mal erwarte ich kreativere Fragen. Ja, das ist echt so. Ja, auf jeden Fall war es das. Oder besser, oder normale. Das reichen schon normale Fragen, okay? Ja, auf jeden Fall war es mit dem Video. Wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, dann schreibt mal Hashtag. Egal, wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, schreibt einfach Hashtag Pizza in den Chat, dann seid ihr cool. Ja. In den Chat, oder? Ich bin gerade am Streamen. Ja. Ja, egal, lasst ein Like da, bis nächstes Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Baby, be on it. I can see you faded. I don't like to fake it.